Wichtig ist in der ersten Hilfe, sofort die Rettungsketten in Gang zu setzen. Und da ist ein Notruf ein wesentlicher Punkt. Und das zeige ich jetzt, wie das richtig geht. Ein Notruf ist immer eine Ausnahmesituation für jeden. Jeder hofft niemals in so einer Situation zurechtzukommen. Allerdings kann das immer sehr plötzlich kommen. Und da ist der Notruf einfach ein wesentlicher Bestandteil, damit eben die weiteren Kräfte dann auch nachkommen können. Wichtig ist auf alle Fälle Ruhe bewahren. Sagt es in so einer Situation oft leicht, ist so oft nicht. Darum vorher bitte einfach einmal durchschnaufen, die Notrufnummer wählen und dann die weiteren Anweisungen der Leitstelle befolgen. Die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle werden dann zuerst einmal die 4W-Fragen abfragen. Also, wo ist der Notfallort, was ist passiert, wie viele Verletzte sind und wer ruft überhaupt an. Die 4W-Fragen sind praktisch die essentiellen Sachen, damit man überhaupt einmal einschätzen kann, okay, was tut sich jetzt da wirklich. Natürlich werden dann die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle noch weitere Fragen stellen, das was dann für die Rettungssanitäter auch von Relevanz ist. Zum Beispiel, wie alt ist der Patient? Umso mehr Informationen, dass wir die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle haben, umso mehr Informationen haben zugleich die Sanitäter und sie können sich während der Fahrt zum Einsatzort schon besser auf den Einsatz einstellen. Zusätzlich ist wichtig, dass ich am Telefon bleibe, weil erstens die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle den Anrufer beruhigen. Und das Zweite ist, die Mitarbeiter leiten den Anrufer zur ersten Hilfe an, sodass keine Zeit verloren geht und dass immer erste Hilfe geleistet wird. Aber wie man jetzt richtig erste Hilfe leistet, das zeigen wir euch in einem anderen Bericht.